Hallo Leute, ich hatte das letzte Mal das Vergnügen, einen Sicherheitsschirm testen zu dürfen. Hab dann natürlich, wie jeder, der das wahrscheinlich mal ausprobiert, ein bisschen übertrieben oder wurde ein bisschen übertrieben, dass leichte Sachen kaputt gegangen sind. Der Griffabrieb war nicht allzu viel. Habe ich dann gesagt, okay, pass auf, ich bin eher der praktische Mensch, ich nehme einfach einen rotzfrechen Edding und mal mir das Ding wieder dicht. Ihr habt den Schirm das letzte Mal gesehen, hoffe ich. Das heißt ja, dass ihr das Video auch angeguckt habt. Und jetzt im ersten Blick sieht das natürlich schon einigermaßen wieder gut aus. Klar, ich meine, wenn man draußen im Regen rumläuft, dann guckt keiner mehr groß, wie der Schirm aussieht. Nur für mich war es einfach ein bisschen schade, das teure Stück und einfach so wegzuschmeißen oder irgendwas, das sehe ich nicht ein. Deswegen habe ich dann gesagt, ich flick den. Hab mir dann extra so ein kleines Reparaturset geholt. Und ja, wie gesagt, das ist für Regenschirme geeignet, für Schlauchboote, Luftmatratzen und sowas. Also man kann es vielseitig einsetzen. Müssen wir darauf achten, dass ihr sehr kleine Sachen zusammenschneidet, also sehr kleine Flicken, damit es nicht so arg ins Gewicht fällt. Und ansonsten. Dicht ist das Ding wieder. Ich habe es immer noch in Benutzung. Das Ding ist Bombe. Und wie gesagt, ich würde es niemals wegschmeißen, wenn da ein, zwei kleine Löcher drin sind. Deswegen wollte ich die geflickt haben. Und ich zeige euch gleich nochmal ein paar Bilder. Leute noch geben, die dann sagen, ja, hättest du das Ding doch abschleifen können und lackieren können. Das ist richtig, aber ich habe eine Mietwohnung und keine Möglichkeit, jetzt irgendwas draußen hinzulegen. Also müsste ich es in der Wohnung machen. Und ihr wisst selber, diese Lackdämpfe in der Wohnung, das ist immer scheiße. Außerdem sehe ich es so, wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Schirm nutzen möchte, wenn ich draußen spazieren gehe oder irgendwo mal einkaufen oder sowas, dann interessiert es keine Sau, wie der Schirm in dem Moment aussieht. Hauptsache funktioniert. Klar, wenn ihr jetzt irgendwo eingeladen seid zur Hochzeit oder Taufe oder solche schicken Dinger und ihr macht euch extra schick, dann taucht nicht mit so einem Ding auf, holt euch einen neuen Schirm, kostet vielleicht ein bisschen was, aber ihr seht ja, das Ding ist gut. Aber bei mir ist es so oder so egal. Ich werde so oder so komisch angegafft, egal wo ich hinkomme. Und ich will auch gar nicht zur Norm gehören. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Allerdings denke ich auch, dass viele andere Leute sich auch erstmal in ihre eigene Nase fassen sollten, bevor sie über andere Leute urteilen. Und wie gesagt, für mich reicht das vollkommen. Ich weiß, wo die Macken herkommen. Ich stehe dazu. Und vielleicht sollten viele Leute von euch das auch mal machen, sich einfach mal an die eigene Nase packen und sagen, hey, lass ihn doch machen, was er will. Viel Spaß.